Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Nether. Ja, was wollte ich heute mit euch machen? Ich wollte wieder ein bisschen Essen und Trinken sammeln für heute Abend. Heute ist ja wieder ein kleines Event geplant. Ich versuche das mal ein bisschen umzumodellieren heute Abend, aber ich weiß noch nicht, wie das läuft. Mal schauen, mal schauen. Okay, ich habe 6 Statespunkte, sehe ich gerade. Die setze ich direkt einfach mal auf. Jetzt muss ich aufpassen, weil es klappt das hier. Rüstung und einmal Luft anhalten. Und ja, blocken ist vielleicht ganz sinnvoll, aber ich benutze es eigentlich viel zu selten. Okay, was wollte ich denn noch erzählen heute, während ich spiele? Und ich zeige euch erstmal, ich habe eine Shotgun, ich habe eine Pistole, habe einiges mit Munition dabei und einen Baseballschläger. Gute Waffen reichen mir erstmal für den Start. Okay, ich habe meine ganzen, ich sehe mal auf die Pistole, meine ganzen Ressourcen aufgebraucht fürs letzte Zusammenzocken. Macht aber nichts. Wollen wir einfach mal weitersuchen. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich bin. Madison unten, alles klar. Vanessa ist jetzt schon mal hier. Ein Escort haben wir da. Das ist eigentlich nichts auf der Map los gerade. Aber ich bin hier unten ganz gut, glaube ich, jetzt gerade zum Looten aufgehoben. Also werde ich erstmal loslegen. Wo laufe ich denn überhaupt lang? Genau. Laufe ich wieder raus. Okay. Ich war gestern beim Bro in ein Hangout eingeladen. Das war richtig cool. So ein Livestream hat richtig Spaß gemacht. Müsst den Bro auch mal. Den seht ihr rechts auf meiner Seite, wenn das Bild kleiner macht hier und ich im Vollbild gucke. Seht ihr den Bro auch bei meinen Kumpels? Den seinen Kanal müsst ihr auch mal besuchen. Das ist ein richtig cooler Kollege. Macht richtig geile Videos. Meistens COD und so. Und da war ich dann mit einigen Let's Playern und YouTubern, meine ich eigentlich. Und wir haben richtig Spaß gehabt, weil ziemlich lustig. Ihr hört da meinen Webcam-Sound. Da ist nur so. Aber das war ganz cool. Hat Spaß gemacht. Zu den letzten Zusammenzocken, muss ich leider sagen, wurden wir ja ein bisschen gestört. Und das angeblich unabsichtlich. Ich will auch keinen Namen nennen. War abartig, fand ich richtig ekelhaft und würde ich auch keine Namensnennung, muss ich zugeben. Und will mich einfach damit jetzt auch gar nicht mehr beschäftigen und rumärgern. Und wenn das heute Abend der Fall sein wird, breche ich das Zusammenzocken auch ab. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Wenn da so eine Würste glauben, sich einfach reinmogeln zu können und einen Namen reinzubringen in meine Videos, finde ich unnütz. Dann muss ich dieses Zusammenspielen halt anonym machen und über meinem TS laufen lassen irgendwie. Und ja, das ist kacke. Vermutlich hatten wir einen Informanten bei uns dabei. Ihr habt das vielleicht gesehen. Was war da? Ach, da steht sie doch. Eine Cookware. Eine Bratpfanne. Ja, dafür laufe ich ein Dach hoch. Witzig. So. Dann gehen wir mal weiter. Mal gucken. Wie gesagt, wird das heute der Fall sein, dass er ganz zufällig wieder auf meinen Server kommt. Dann wechsle ich den Server irgendwie und das machen wir intern. Mal gucken, wie wir das machen. Oder es hat einfach keinen Sinn. Ich kann so keine Aufnahmen machen, weil ich plane ja auch ein bisschen. Ich bin ja eher Kameramann. Anstatt Zocker so, eben, wenn ich das zusammen mache. Und wenn man dann durchgehend irgendwo behindert wird, ist das schon blöd. Weil ich möchte ja gerne Videos machen, wo wir alle zusammen sind. Nicht, wo wir uns ständig irgendwo verteidigen müssen. Was ja auch gemacht werden kann. Irgendwann mal, wenn man seine paar Sachen da aufgenommen hat. Habe ich ja dann auch geschafft, Gott sei Dank. Habt ihr gesehen, einen kurzen Ausschnitt. Ich wollte gerne mehr machen. Aber leider musste ich mich die ganze Zeit mit etwas anderem beschäftigen. So, ich laufe noch ein bisschen planlos wieder herum. Oh, gut, 9 mm haben wir nicht genug. Volle Magazin, voller Stack. Hier liegt ja oft ein Gewehr rum, aber wenn ich hier bin, natürlich nicht. Keine Frage. Zum Livestream gestern, der war richtig lustig. Auf jeden Fall. Den könnt ihr euch nochmal angucken beim Bro, aber ich war ein bisschen nervös, muss ich zugeben, weil so live ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Aber hat schon irgendwie geklappt, aber war schon lustig, auf jeden Fall. Würde ich gerne noch öfter machen. So, Zigaretten habe ich schon mal vor heute Abend, das ist schon mal gut. Und jawoll. Das ist ja wohl. Das nenne ich Loot, sowas. Nicht Kippenschachteln. Ah. Und da liegt schon was Neues. Spielkarten. Ich lasse mich nämlich jetzt mit. Habe ich einen großen Rucksack, kann ich alles verkaufen. Ist gut. Den Geld brauche ich auch. Das habe ich nämlich auch voll verbraten. Ich gucke nochmal. 82 Dollar habe ich nur noch auf. Verdammt. Ach, mittlerweile hatte ich so auf. Hui.
jetzt gerne nach hier so, in dem Bereich. Die Pistole ist jetzt keine Top-Waffe zum Verteidigen, wenn jetzt einer kommt. Muss man ein guter Schütze sein und ganz schnell reagieren können. Der Bereich habe ich den schon abgesucht, ich glaube noch nicht. Ich gehe auch jetzt erstmal da lang. Immer schön durchs hohe Gras. Fühle ich mich ein bisschen sicherer, aber man sieht kaum was. Da ist es. Da kommt man noch nicht hin zu den Gebäuden oder zu dem Teil der Map. Da freue ich mich richtig drauf, wenn das mal aufgemacht wird. Da steht ja schon was, ne? Ob das nur abgebildet ist, ob man da wirklich schon hätte langlaufen können. Möchte ich gerne mal wissen. Und wenn es der Fall sein wird, dann ist das ja, sieht ja irgendwie viel schicker aus als hier. Nicht so kaputt. So, da haben wir einen interessanten. Ein interessantes Haus. Das wollen wir uns mal durchsuchen. Muss nur aufpassen, hier wird gerne gelootet. Das ist zwar kein voller Server, ist noch früh am Morgen. Da geht das nämlich da hinten rüber. Und da liegt ein abgeschützter Hubschrauber. Da findet man schon mal einen Scharfschützen. Gewehr, was war das? Und da will ich auch lang. Ah, wir packen Kaugummis. Damit das Portemonnaie mal wieder voll wird. Und im Chat wird gekillt, sehe ich gerade. Scheint aber noch keiner gewesen zu sein. Will ich eine Crew? Will ich Dollar? Auch was zu verkaufen? Ich finde nur Sachen zu verkaufen. Eine Crew ist immer was Feines. Oh, noch mehr Kaugummis. Hier ist eine Menge an Loot, muss ich gerade sagen. Noch eine Bratpfanne. Na, herrlich. Da kann das Kochen ja heute losgehen, heute Abend. Dann koche ich und selber essen. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne essen möchtet. Dann koche ich das schon. Oh, mein Bäuchlein. Hab etwas Hunger. Hab noch nicht gefrühstückt. Bin eh nicht so eine Frühstücker. Aber manchmal auf der Arbeit frühstücke ich immer, auf der, zu Hause aber nie. Da trinke ich einfach nur zig Kaffees und das war's. Ich muss ein bisschen aufpassen, dann sterbe ich des Öfteren. Ich mal unten lang, anstatt immer oben. Und sehe da, Munition. Will ich haben. Das ist auch für die Crew, glaube ich. Gucken wir mal ganz kurz, wie viel die überhaupt hatte. Zwei Schuss. Warum sollte ich mich nicht ausrüsten mit ihr, wenn ich sie schon habe? Schrofend hat er nur zwei. Laden wir die mal direkt rein. Die zwei noch dazu. Bam. Aber für Nahkampf empfehle ich doch die Pistole, nicht die Crew. Seife. Dafür bücke ich mich mal, ja. Large Money. Und da oben liegt auch immer gerne mal ein Rucksack. Da habe ich sogar schon mal einen roten Rucksack gefunden. Ganz begeistert war ich. Und dann wurde ich gekillt. So, mal gucken. Jetzt vorsichtig, weil hier aus dem Gebäude wird gerne mal gesnipert. Auf dem Lootspot hier. Dann haben wir wieder die schöne Crew, Spielkarten, Saving Kit und so weiter und so fort. Und eine Medium Backpack. Ein Traum. Nichts übersehen. Gut. Werde ich die Folge wohl Ich Loote nennen.
Das ist ja sehr ergiebig heute. Und nochmal 20 Dollar. Eine Uzi. Und noch mehr Munition für die Crew. Ein Traum. Ich habe heute gar keine Lust, gar keinen Bock mehr zu killen. Gibt es da Menschen, die sagen, ich bin ein Pro-Gamer und machen sich dann darüber lustig, dass ich ja keiner bin. Aber ich habe noch nie gesagt, dass ich einer bin. Also ich bin weiß, dass ich kein Pro-Gamer bin. Ich mache das hier eigentlich nur zum Spaß, weil mir das einfach unglaublich viel Spaß macht und bei YouTube eigentlich dann Aufrufe bringt, Nessa. Da bin ich ja, muss ich ja ehrlich sein. Und euch das ja auch gefällt. Deswegen mache ich das ja auch weiter und besonders mir auch Spaß macht. Ja, am meisten macht mir das Spaß, in Gruppen zu spielen und zusammen Spaß zu haben. Aber da sind echt Leute, die... Ups, das war ein bisschen laggy. Da sind ein paar Leute, also ich nenne da keine Namen wieder mal. Was ist das denn? Ein Salz, das habe ich ja noch nie gefunden. Oh, ich habe den großen Rucksack vollgepackt schon. Mal gucken, wie viel Salz haben. Das ist bestimmt voll wertvoll. Was machen wir mit das raus? Ich glaube, Seife ist mehr wert. Ich weiß gerade nicht. Eine Flare. Die sind für mich jetzt eigentlich gesagt neu, die Sachen. Oh, wieso ist mein großer Rucksack denn voll? Das ist ja enttäuschend. Travel Bag. Sachen gibt's hier. Alles wertvoll. Verdammt, ich werf die raus. Mit zwei Schuss, okay. Nicht schimpfen. Die will ich mal ausprobieren, unbedingt. Drei Stück. Gerade rausgeworfen, wie Depp. Irgendeine Moon, die ich nicht mehr brauche. Ich habe eigentlich alles gutes Zeugs. Weil die Munition ist schon wichtig eigentlich. Und eine Crew will ich auch nicht wegwerfen. Das wäre ja dumm. Ach, werf die Seife weg. Für Munition. Hat sich's denn gelohnt? Gucken wir erstmal. Acht Schuss, naja. Kaufen kann ich mir eh keine Moon. Ich bin ja pleite. Seife habe ich gerade weggeworfen. Insektenspray. Noch eine Schachtel kippen. Die nehme ich aber noch mit. Und Essen. Ja, Essen. Dafür werfe ich jetzt kurz was raus. Ist ja egal was. Unlaut. Drop. Dann haue ich mir das direkt mal im Wams. Hätte ich noch eine Granate, sehe ich gerade. Für eine. Mal schnell gucken. Flashbang. Ach, das ist so verhext hier. So viel Loot. Da werde ich wieder ganz viel Schimpfe von euch kriegen. Und ein Scharfschützengewehr und ein Wasser. Oh Gott. Jetzt werfe ich aber die Crew raus. Also für das Gewehr auf jeden Fall. Na, komme ich da nicht dran? Doch. Das Gewehr mag ich sehr gern. Die ganzen Uzis sind auch Schrott. Mann, jetzt bin ich total im Zwiespalt. Was soll ich nehmen? Was soll ich da lassen? Aber ich werde mich nicht mehr weiter rumärgern. Ich gehe einfach wieder hoch. Und mal Richtung Safe Zone gleich. Ein paar Dollar verdienen. Und der Rucksack wieder frei wird. Verbaut hier alles. Da liegt nichts drin. Ich habe aber jetzt schon Angst, Loot zu finden. Das muss man immer aus. Das Austauschen ist ja eine Katastrophe. Sauber. Mit Zigaretten.
Wie viele Spieler sind wir denn mittlerweile? 11 mit mir, also 10 Mitspieler, Gegenspieler, sucht euch das aus, habe ich gerade. Und eine Bandage. Oh, noch ein paar Kaugummis habe ich glaube ich weggeworfen. Nee. Mann. Das ist doch scheiße. Bandagen sind natürlich auch gut. Ich will aber jetzt nichts mehr weg. Ach, ich werfe eine Uzi weg. Das ist ärgerlich. Da ist so Munition drin. Aber mir fehlt es an. An Bandagen und überhaupt. Ja, auf Wiedersehen, Zeugs. Und ich kann mir ja nicht mal welche kaufen, weil ich so blank bin. Ist ja auch Ende des Monats. Da ist man mal pleite. Kommt mal vor, da hinten haben wir ein Nether. Das erste Lebewesen, was wir hier treffen. Ich laufe natürlich wieder. Nee, doch, ich laufe richtig. Überraschung. Ja, ich habe eh keinen Platz mehr. Sieht richtig schön aus, wenn man das so aus der Perspektive sieht hier. Mach nicht so auf der Straße rumlaufen, mach ich nicht so gerne. Immer so versuchen, so gedeckt wie möglich zu gehen. Kann man nicht aufnehmen, weil doch kann man, auch wenn der Rucksack voll ist. Das haben sie geändert, das ging nämlich eine Zeit nicht. Oder habe ich wieder einen Platz frei? Überraschung? Nö. $5. Ist aber auch keiner in Sicht hier. Wer weiß, wo die sind. Dann kommen die safe. Komm ich denn da raus? Am Arsch der Welt. Komm ich rein? So, ich hoffe, die Safe ist safe, aber da stand jetzt gerade nichts. Hier bin ich rausgekommen. Ha. Ein Feuerwehrauto gibt's auch, ich glaube, ich noch nie beachtet. Was haben wir denn für ein schönes Auto hier? Oh, die Amerikaner haben so bullige, fette Feuerwehrautos. Das ist eh ein blöder Weg, da reinzugehen direkt. Jetzt ziemlich safe. Perfekt. Und dann machen wir jetzt mal ein paar Dollar. Soll es das für heute gewesen sein? Heute Abend muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich bin noch ganz unschlüssig, weil, wie gesagt, es kam da ja zu ein paar Probleme, die ich mir auch viel zu sehr zu Herzen nehme, warum auch immer. Aber ich werde das schon irgendwie lösen heute Abend. Das kriege ich schon hin. Man kann leider keine Server bei Nether kaufen. Ich hätte einen eigenen, auf jeden Fall. Das würde ich mir noch gönnen. Bis auf meinen Rust-Server hätte ich dann noch einen Nether-Server, hätte ich zwei Spiele-Server, wäre ganz in Ordnung. Ja gut, ich habe noch einen TS, darf man auch nicht vergessen. I. Und jetzt verkaufen wir mal 4 Schachteln Zigaretten. Leveln sogar. 5-mal Kaugummi. Aber ich gehe erstmal gucken ganz kurz. Oh, ich habe da hinten die Flares vergessen, sehe ich gerade. Da ist ja so ein Spezialhändler, der hat immer so Wünsche. Letztes Mal wollte der von mir eine Bratpfanne und Salz. Und gibt dafür einiges an XPs. Vielleicht will er das ja nochmal, wer weiß. Wo war der denn nochmal?
Die Zeit nehme ich mir noch. Ich glaube, das war dahinter, wo das Feuer brennt. Oh, Ostdorf gelutscht. Was haben wir denn hier nochmal für einen Händler? Hm? Ach, das ist der Gelbe. Was ist das für ein Händler? Gelb? Oder was soll da schon? Keine Ahnung. Grün haben wir hier. Ja, ja, hier bin ich. Der hat irgendwelche extra Wünsche. Meistens will er irgendwelche Waffen haben, die ich natürlich nie dabei habe. Trade. Habe ich aber nicht. Zweimal F-Off. Ich glaube, es ist das Insektenspray. Dann ist ja klar, dass ich das nicht habe, was er möchte. Die haben unglaublich gerne Gartenzwerge. Stehen hier überall in der Welt verteilt. Hier mal verkaufen, ein bisschen umlagern und ja, dann wollen wir mal gucken, wie es heute Abend abgeht. Ich freue mich schon wieder unglaublich auf euch. Ihr seid extrem lustige Spieler. Mit euch macht das richtig Spaß. Nur, versteht, also es ist sehr, sehr kompliziert, da was zu managen. Deswegen bin ich da auch mal ein bisschen... Ja, ich lasse mal die Oberhand anderen Leuten. Pogo zum Beispiel, der hat es ja richtig drauf. Der Mensch da immer viel. Der macht das richtig gut. Und ich bin ja eher Kameramann. Dann verkaufe ich den Scheiß. Verkaufen. Das behalte ich mal. Das ist für heute Abend vielleicht lustig. Verkaufen. Man kann es kaum lesen da unten. Das ist ein bisschen doof. 13 Dollar. Ich warte mal, bis das weg ist und dann verkaufe ich die Bratpfanne. Was gibt's die denn? Na, das sind keine 10 Dollar für die Bratpfanne. Ich hätte nicht mal gucken können. Aber eigentlich sind XP. Wir haben doch noch einiges hier drin, sehe ich gerade. Die wichtigste Sache, die Taschenlampe, weiß. Ein bisschen Essen sogar. Ich verpacke... Anlaut. Ja, da habe ich noch genug von. Könnt ihr mal sehen, da gibt gar nichts für Pistolen. 10 Dollar für eine Pistole, das ist ja sehr fast lachhaft. Und davon haben wir auch noch zwei, wow. Habe ich mich total geirrt. Wichtigste Moon. Oh, ich habe vergessen, Salz. Ach, kann ich hier verkaufen. 30 XP für Salz, nicht schlecht. Und einiges an Dollar. Nicht schlecht. Und zwar 50 Dollar für ein Päckchen Salz. Wer hätte das gedacht, dass man so wertvoll wird? Die lasse ich in... Quatsch, rein damit. Den Rest, den behalte ich und gebe ich heute Abend jemanden, wenn einer einen braucht. Ich sag mal, das soll es gewesen sein. Für die heutige Nether-Folge ist auch dunkel geworden. Bis dann!